Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Age Origins zu Folge Nummer 42. In der letzten Folge haben wir Murdoch versprochen, den Schmied irgendwie zu überreden, wieder zu handwerken und der Miliz den Nachschub zu gewähren. Und wir haben es geschafft, indem wir dem Schmied, also Owen, versprochen haben, wenn die Nacht vorbei ist und der Angriff vorbei ist, im Schloss von Radcliffe nach der Tochter von ihnen zu suchen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die heißt. Müsste ich nachgucken. Gucken wir auch mal. Velena, genau. Gut, zuvor quatschen wir nochmal mit ihm. Ich gebe zu, es tut gut, endlich aktiv zu sein und etwas zu unternehmen. Trotzdem werde ich vor morgen sicher nicht mehr nüchtern. Das glaube ich auch. Schön, dass ihr jetzt eine Aufgabe habt. Das verdanke ich euch, Fremde. Wenn ihr nun noch euer Versprechen haltet, hat sich das Ganze gelohnt. Was wisst ihr über die Vorgänge hier? Ihr meint, warum diese Kreaturen das Dorf angreifen? Offensichtlich verseucht etwas Böses das Schloss. Meine Tochter hat erzählt, die Alessa habe etwas vor. Sie versteckt Dinge vor ihrem Gatten. Ich Okay. sagte Verlena, sie bilde sich das nur ein. Aber womöglich hatte die Alessa doch etwas vor. Blutmagie vielleicht. Das könnte hinkommen bei den ganzen auferstandenen Leichen, die die hier immer berichten. Das könnte vielleicht sogar Ursache sein. Was wisst ihr über diese Alessa? Nur, dass sie von jenseits der Berge im Westen kommt, aus Orle. Sie ist viel zu jung für unseren Aal, finde ich, und was man so hört, viel zu stolz und eigensinnig. Was hat eure Tochter noch gesagt? Sie dachte, die Alessa habe eine Affäre mit dem Hauslehrer, den sie für ihren Sohn Connor angestellt hat. Ich wünschte, ich hätte ihr etwas genauer zugehört. Es ist nun ohne Bedeutung. Sie ist für mich verloren. Und ich kann wegen ihrer Warnungen nichts mehr unternehmen. Glaubt ihr, die Alessa ist schuld an Al-Emens Krankheit? So eine Anschuldigung würde ich niemals vorbringen, aber vielleicht, wenn sie verderbte Magie einsetzt, könnte genau das geschehen sein. Habt ihr jemand davon erzählt? Natürlich nicht. Wem auch? Und wofür sollte es noch gut sein? Hätte ich meinem Mädchen nur besser zugehört. Ich will noch über etwas anderes reden. Nämlich. Reden wir übers Geschäft, genau. In Ordnung. Viel habe ich natürlich nicht. Aber ich tue für euch, was ich kann. Genau, ich will nämlich mal gucken, was du so dabei hast und was ich verkaufen kann. Die Taschen sind nämlich bald wieder voll. Ja, das sieht ja bisher nicht wirklich erbauenswürdig aus. Sehr viel Schrott, was ich auch selber habe oder was ich gar nicht gebrauchen könnte. Nee. Nee, hat da nichts. Aber wir können mal was verkaufen. Es kann weg. Behalten wir nochmal. Sir Gallen Schwert. Ach, kann weg. Kann weg. Kann weg. Auch. Den behalten wir nochmal. Der kann weg. Feuerschaden. Kann erstmal weg. So, was haben wir dann an Rüstung? Helm kann weg. Helm der grauen Wächter behalten wir mal. Behalten wir auch mal. Jetzt müssen wir gucken, was wir hier haben. Viridium. Erschöpfung 1,44. 1,44, dann kann das weg. Das weg. Das behalten wir nochmal. Kann weg, da haben wir eine bessere. Oder nee, kommt, das kann auch weg. Schwere Kettenrüstung behalten wir mal. Awaz Igis kann weg. Der kann auch weg. Kampfrüstung des Provokateurs. Den müsste Liliana bald mal anziehen können irgendwann.
Und den hier behalten wir auch nochmal. Und der Ring kann weg, der hat keine Effekte. Frostbombe brauchen wir nicht. Ich werde so mit Giften und so alles kaum was machen. Deswegen kann das meiste hier auch alles weg. Die Geisterbalsam und so, das könnte man vielleicht nochmal aufheben. Und der Rest hier kann eigentlich auch erstmal weg. Jade, so. Dämonensekret, Geister, Froststein, gefrorener Blitz, Todeswurzel, Metallsplitter, Giftextrakt kann weg, Elfen- und Tiefenpilz. Wofür war das nochmal? Lyriumtrank, das behalten wir vielleicht nochmal, Tiefenpilz. Okay, und den Rest können wir erstmal nicht verkaufen. Was haben wir denn hier? Hier ist noch eine Kiste. Liliana, kannst du den da vielleicht beklauen, den Saufbold? Vielleicht hat der ja was. Tatsächlich. Okay, dann werden wir mal nach der Kiste hier gucken. Ihr habt also mein Versteck gefunden. Ich habe alte Ausrüstung dort hineingestopft, bevor Murdoch sie in die Finger bekommen konnte. Okay. Ja. Ihr könnt sicher nichts von hier gebrauchen. Aber wer weiß das schon? Ich war in Eile, als ich es reingestopft habe. Sie ist verschlossen. Ich hatte einen Schlüssel, aber den habe ich wohl verloren. Tut mir leid. Wo habe ich den? Ach, wir haben ihn beklaut. Wir haben ihnen den Schlüssel abgenommen. Ich dachte eben schon, hä? Okay, aber das können wir gleich an ihn Ich wieder. gebe zu, es tut gut, endlich Ja, das hat aktiv er schon zu sein gesagt. und etwas zu. In Ordnung. Das, was wir eben rausgenommen haben, das können wir auch an ihn wieder verkaufen. Das brauche ich nicht. Es müllt nur unser Inventar voll und so kriegen wir. Lilian hat noch keinen Handschuh gehabt, ne? Genau, den heben wir mal auf. Der kann weg. Lederrüstung kann weg. Kleines Schild kann weg. Es müllt nur unser Inventar voll. Das brauchen wir so auch nicht. Lebensstein weg. So, wir haben 25 Sovereign. Jetzt können wir Liliana mit dem Handschuh da ausrüsten. Genau, sie hatte nämlich noch keinen, wie ihr seht. So, jetzt hat sie eine. Super. Dann können wir hier endlich raus. Und wir können Murdoch sagen, dass wir Owen da überredet haben. Müsste, glaube ich, jetzt schon gehen. Es dauert leider hier ein bisschen lange, wenn man aus dieser Hütte hier rausgeht. Ich weiß auch nicht warum. Das ist somit fast der einzige Gebiet, wo es so lange dauert im Spiel. Weiß auch nicht warum. Ein anderer, wenn man rausgeht, geht schneller. Da. Können wir ja mal sagen schon mal. Owen führt anscheinend endlich die benötigten Reparaturen durch. Ja. Der verdammte Narr ist betrunken. Trotzdem sieht die Schmiedekunst bei ihm ganz leicht aus. Das ist gut genug, würde ich meinen. Ich benachrichtige Ben Tegan, dass die Miliz kampfbereit ist. Wir werden diesen Schweinen einen unvergesslichen Empfang bereiten. Ich muss noch mit Sir Perth sprechen. Er und seine Männer sind in der Mühle, bei der Brücke, im Norden. Ich habe ein gutes Gefühl wegen heute Nacht. Schön. Dann haben wir die Quest schon mal erfüllt. Dann gehen wir aber zuerst, bevor wir mal zu Dwin gehen, hier in das Haus von Caitlin. Wir suchen jetzt erstmal den Sohn, würde ich vorschlagen. Den Sohn? Den Bruder. So. Okay. Wo gehen wir zuerst hin? Hier ist ein Buch. Lesen wir uns das mal zuerst durch. Ja. Die Legende von Kellenhardt, Kapitel 1. Als du dich der Kommode näherst, bewegt sich etwas darin. Du hörst, wie jemand offenbar überrascht einatmet. Dann herrscht Stille. Hallo, ist jemand da drinne? Geh weg, du wohnst hier nicht. Das ist mein Zuhause. Meins, hörst du? Bevin, bist du das? Woher weißt du, wie ich heiße? Ich habe mit deiner Schwester der Kirche Hat gesprochen. sie gesagt, du sollst mich zurück in die Kirche bringen? Bitte tu das nicht. Ich hasse diesen Ort. Ich hasse ihn. Warum hast du denn die Kirche so sehr? Alle dort haben Angst, aber sie sagen, ich soll keine Angst haben. Und ich soll nicht traurig sein, weil Mutter tot ist.
Ich will nicht traurig sein. Ich bin tapfer. Ich werde ein Held sein. Ich werde sie verjagen. Jawohl. Von da drinne? Nein, aber ich hörte dich kommen und das war nicht sehr tapfer von mir, was? Ich komme jetzt raus. Gut, ich bin rausgekommen. Du tust mir doch nichts, oder? Wenn du willst, gehe ich zurück in die Kirche. Sag mir erstmal, was du da drin gemacht hast. Das kann ich dir nicht sagen. Es ist ein Geheimnis. Aha. Bist du sicher? Ich kann dir vielleicht helfen. Du? Wirklich? Na gut. Ich denke, es ist nur, Vater hat gesagt, ich bekomme sein Schwert, wenn ich groß bin. Es hat früher Großvater gehört und der war ein großer Drachentöter. Okay. Ich dachte, wenn ich so tapfer bin wie Großvater, kann ich sein Schwert benutzen und die bösen Männer besiegen, die Mutter geholt haben. Wo ist das Schwert jetzt? In der Truhe in Mutters Zimmer. Ich habe den Schlüssel von Vater, aber ich darf ihn niemandem geben. Aber ich könnte mit dem Schwert dem Dorf helfen. Ich glaube, du hast recht. Ich sollte helfen, das Dorf zu verteidigen. Vater würde das auch tun, wenn er hier wäre. Gut, hier ist der Schlüssel. Ich hoffe, du besiegst damit viele böse Männer. Ich muss zurück in die Kirche. Viel Glück. Okay. Dann gucken wir mal nach oben, würde ich sagen. Ich denke mal, oben wird die Truhe sein. Dann gucken wir uns mal das Schwert genauer an. Vielleicht können wir das ja gebrauchen. Und wenn wir es nicht gebrauchen können, geben wir es vielleicht zurück. Belenders Geschichten für... Was? Keine Ahnung. War zu schnell. Lest es bitte selber. Und hier ist die Truhe. Die grüne Klinge. Joa, es geht, aber die ist noch nicht ganz so doll. Vielleicht geben wir die hinterher wieder zurück. Mal gucken. So, dann haben wir den Bruder schon mal gefunden. Das ist ein guter Punkt, würde ich sagen. Und da würde ich sagen, gehen wir mal in die Kirche und sagen mal sofort Bescheid, damit die sich nicht noch weitere Sorgen macht. Und dann geht es in der nächsten Folge zu Dwins Haus. Aber erstmal werden wir Bescheid sagen, dass wir den gefunden haben, den Bruder. Caitlin. Bevin sagte, ihr hättet ihn gefunden. Ich kann das nie wieder gut machen. Ich habe in eurem Haus ein Schwert gefunden. Bevin hat mir von Großvaters Schwert erzählt. Also habt ihr es jetzt. Ich... Dann erfüllt es wenigstens seinen Zweck. Ich bringe es nach dem Kampf zurück. Es gehört eurer Familie. Setzt es gut ein. Wenn wir überleben, nehme ich es gern zurück. Nochmals danke wegen Bevin. Ohne meine Mutter... Ich bin einfach froh, dass er sicher ist. Ich bin euch unendlich dankbar. Nicht der Rede wert. Der Erbauer hat euch geschickt, ich weiß es. Nochmals vielen Dank. Liliana stimmt zu, plus eins. Da haben wir bald so viele Punkte bei der. Finde ich cool. Gut, dann beende ich die Folge an der Stelle ein bisschen kürzer. Dafür wird die nächste wieder vielleicht ein bisschen länger. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.